Wunderschönen guten Tag, liebe Fischköpfe da draußen. Wir sind heute unterwegs und wollen hier versuchen, ein paar coole Barsche, ein paar coole Hechte, vielleicht auch den einen oder anderen Zander zu fangen. Let's go! So, ich komme! So Leute, kleiner Zander hier jetzt. Wir sind hier ein bisschen am Schilf lang gefahren, sind jetzt gut zur Mittagszeit gestartet, also haben nicht wirklich erwartet, dass hier irgendwas kommt, und der hat sich auch ehrlich gesagt nur reingehängt, richtig gebissen hat er nicht. Hier, kleiner Gummifisch als Köder, hing plötzlich und hat auch einen guten Kampf abgeliefert, obwohl es so ein Lütter ist. Scheu. So kann es weitergehen. Ja, schön, Friede. War ein 20er Barsch oder so. Das war richtig groß, oder? Ja, das war locker ein 30er. Scheiße! Nein! Obwohl ich ihn mal angehauen habe. Ah, oh, das nervt mich sowas. Ah, oh, Leute. Das ist echt extrem ärgerlich. Friedhof ist nämlich nicht der größte Profi, so wie wir, der schon seit 6 Jahren am Angeln ist. Er ist nämlich erst wirklich seit einem Jahr dabei und kommt mal alle 30 Sessions mit. Und das ist heute seine zweite richtige Session mit uns. Und oh, so ein schöner Barsch, den zu verlieren, das ist echt ärgerlich. Da ärgere ich mich auch richtig mit. Oh Mann, ey, das nervt mich mit dem scheiß Barsch. Hätte Friede mal einen Kescher gehabt, ne? Oh! Leck die Ziege, ey! Jesus Maria Christus! Oh! Leck! Die Ziege, ey. Aber wie? Das sind richtig dicke Teile. So Leute, wir haben jetzt mal überlegt, wir machen hier eine klitzekleine Pause. Und wir haben das Problem, dass wir nicht in allen Orten, wo wir irgendwie am Angeln sind, ein geiles Restaurant haben, wo man für viel YouTube-Money essen kann. Und deswegen gibt es heute mal ganz einfach von einer unbekannten Marke so eine 5-Minuten-Terrine, und wir zeigen mal, wie das geht, wie man die macht. Ganz wichtig ist, dass man vorher das so ein bisschen durchschüttelt, ne? Das ist unten nämlich dieser ganze Kräuterscheiß, und man hat da am Ende, wenn man ganz unten ist am Löffeln, so eine mega heftige Kräuterladung, und das will man nicht erleben, das kann ich sagen. Jetzt habe ich natürlich schon den großen Fehler gemacht, dass man diesen Deckel nicht abreißen darf, egal. So, und was ganz praktisch ist, man kann ja immer vor dem Angeln irgendwie sich so einen Tee, manche machen ja so Karpfenangler, sind wir ja nicht, machen sich ja so einen Tee. Oh, die ist schon offen. Wir machen einfach heißes Wasser, so, zack, auf. Dann kommt der ganze Kram bis zur Fülllinie oben rein. So, allerbest. So, dann muss man den ganzen Kram mal ein bisschen durchrühren, damit das hier auch eine gute Konsistenz bekommt. Wie gesagt, das ist einfach praktisch, man kann so ein bisschen was essen am Wasser. Andere Leute müssen sich irgendwie eine Banane mit ans Wasser nehmen, ne? Was ist das? Ja? Hol raus! Friede, halt ihn fest! Halt ihn fest! Halt ihn fest!
Ja, da ist das Ding! Halt ihn fest! Yes! Yes! Wuhu! So. Oh, Friede! Halt ihn fest mit allem, was du hast! Lass ihn nicht wegspringen oder so! So, nachdem eben unglücklicherweise die beiden Größeren mir abgehauen sind, habe ich jetzt endlich doch nochmal einen echt, wie ich finde, schönen Bart gefangen. Es hat funktioniert, diesmal habe ich ihn rausbekommen, nachdem die Jungs mich angebrüllt haben, dass sie anhauen sollen. Ja Leute, wir machen den Laden langsam dicht. Ich denke, das war ein super cooler Tag, den wir heute haben. Angefangen mit dem kleinen Zander, den ich hatte. Viele kleine Barsche zwischendurch, die wir noch hatten. Yannick, Frithjof, haben wir jetzt auch nicht alle gefilmt, weil man muss auch nicht irgendwie jeden Lütten Barsch da irgendwie noch filmen, wenn man den schon zurücksetzen kann. Ihr wisst ja, dass wir heute irgendwie einen coolen Tag hatten. Frithjof hat als absoluter Anfänger, muss man wirklich sagen, ich will ihn jetzt nicht irgendwie in Schutz nehmen oder irgendwie seine Taten größer reden. Es war absolut der Hammer heute. Einen geilen Barsch, einen super guten Barsch verloren, das hat man vorhin auf der Kamera drauf gesehen. Und zum Schluss einfach nochmal aus Jux und Dollerei, wie ihr immer gerne sagt, in die Fahrrinne geworfen und einen super, super coolen Zander gehabt für den Anfang. Ich denke mal, der ist gut motiviert, dass wir nochmal demnächst losfahren, vielleicht an anderes Gewässer, vielleicht wieder in der Konstellation von Personen. Und all in all war das ein geiler Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge von uns Fischköppen und bis dann, Leute.